Ich fahr über den Pazifik der Erinnerung oft nach Hause. Gönne mir in Häuser, Schluchten der Plattenbauten eine Pause. 15 Jahre der Erinnerung, die ich an diese Zeit hab, und versuch mir zu erklären, wo ihr Freunde seit der Zeit wart. Ob's vielleicht an mir oder an der Zeit lag, dass ich damals wie heute für mich alleine durch die Zeit trab. Machten uns verlorene Jungen gegen Zeit als Feind stark. Nun seid ihr erwachsen, dafür sowas keine Zeit habt. Man sagt, im Alter geht der Sturm, so glätten sich die Wogen. Doch in mir rennt noch der Junge durch den Wald mit Pfeil und Bogen. Mit dem Lebensfaden verbunden, dem eigenen Glück verwoben. Folg ihm ewig als ein Kind, ohne den Wald jemals zu roden. Ein paar Erlebnisse braucht man, bis seine Ergebnisse auffangen. Ich frag mich häufig auch, wann die Ideenlampen aufflammen. Aber ich glaub dran, an den Weg bis zum verregneten Baumstamm, fliegt vom Tag und sein Ausklang zurück zum Sonnenaufgang. Wenn mich im Sturm wie Odysseus auf meine Fahrten begeben, such mir ein Stück von Garten Eden als Essenz für dieses Leben. Ich weiß, auch dieser Wind wird sich in mir nie widerlegen, jedoch diesen einen Moment wird es für mich nie wieder geben. Macht euch Gedanken, wie ihr könnt, und begreift die Bildersprache, dann erkennt ihr das Geheimnis und den Preis von milder Strafe. Denn deren Wahrheitsgehalt ist oft so bitter wie Limetten, da sich tanzende Facetten nur auf Feenflügeln betten. Was ihr nicht seht, ist oft gefährlich. Öffnet Augen für das Kleine, und vielleicht kommt ihr dann mit euch und anderen Dingen ins Reine. Denn die Erwachsenen bleiben Feinde, da ihr Leuchten längst erloschen ist und fast jeder von ihnen wie ein Pirat auf seinen Groschen sitzt. Ein paar Erlebnisse braucht man, bis seine Ergebnisse auffangen. Ich frag mich häufig auch, wann die Ideenlampen aufflammen. Aber ich glaub dran, an den Weg bis zum verregneten Baumstamm, fliegt vom Tag und seinem Ausklang zurück zum Sonnenaufgang. Wie im Höhlengleichnis Platon zockt ich lange vor der Mattscheibe, doch fand mich ab, dass ich vor Schatten nicht ewig fehl am Platz bleibe. Spürte Verlangen nach Licht, konnte den Wissensdurst nicht stillen. Ich erweiterte den Geist und mein Weltbild blieb Pupillen. Zeit kennt keine Ausnahmen, bis auf mich und meine Fee. Mein inneres Bildnis altert nicht wie das des Dorian Gray. Ihr wisst, wie viele Menschen sich die ewige Jugend wünschen. Ich weiß, dass sie mich doppelt prägt wie die Kratzer auf Münzen. Somit verewige ich diese und sie formt eigene Sätze. Samt den schwarzen Skizzenbüchern für mich allein Gedankenschätze. Ich geh zurück an alte Plätze, zu den Jungs, zu denen ich steh zähle. Geradeaus zum ersten Stern, zum zweiten links zurück zum Krebsnebel. Ein paar Erlebnisse braucht man, bis seine Ergebnisse auffangen. Ich frag mich häufig auch, wann die Ideenlampen aufflammen. Aber ich glaub dran, an den Weg bis zum verregneten Baumstamm, fliegt vom Tag und seinem Ausklang zurück zum Sonnenaufgang. Thank you.